Und damit, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Channel. Pikachu ist auch schon da, der guckt uns böse an. Was hat er wohl vor? Er springt uns wieder an. Oh Gott, Pikachu, hör doch auf. Aber ich habe was Neues rausgekriegt und zwar ist er jetzt benommen. Man kann ihn streicheln. Und ihm gefällt es anscheinend nicht so sehr, aber irgendwie auch doch. Oh, von oben nach unten gefällt ihm das nicht so sehr? Nee, doch nicht. Okay, Pikachu weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass wir auch rausgehen können in den Garten. Ansonsten können wir hier dieses Bild mal angucken. Das ist nämlich sehr schön gemalt, aber soll uns nicht weiter interessieren. Wir gucken uns nochmal die Farbigel-Figur an, wenn denn hier mal meine Maus richtig funktionieren würde. Danke. Ach genau, die Farbigel-Figur funktioniert nämlich nur, wenn wir die Pichu-Brust sehen. Und ich glaube, dass heute auf jeden Fall eine neue Pichu Bros Folge auch da sein sollte. Aber zunächst schauen wir uns den Blumentopf an. Ist ein toller Blumentopf, gell? Ja. Okay, Pikachu findet auch, dass das ein toller Blumentopf ist. Und Pikachu will raus. Sieht aber sehr stimmisch aus, Pikachu draußen. Willst du echt raus? Nee, komm, wir gucken erstmal Fernsehen, alles klar? So, komm, Pikachu. Pikachu, Fernsehen läuft. Oh, Fernsehen läuft doch nicht. Fernsehen läuft. Pikachu, komm her. Wir gucken jetzt Fernsehen. Ob du nun willst oder nicht. Hä, das ist ja gar nichts Neues. Oh Gott, wieso ist hier nichts Neues? Nein! Ich glaube, wir müssen davor noch irgendwas machen, bevor hier was Neues kommt. Ja, das Programm ist auf jeden Fall sehr toll. Nicht sauer sein, da ist nix. Okay, okay, ich mach's wieder alles, okay. Nur nicht sauer sein. Oh Gott, der springt uns gleich wieder an. Aua, er hat uns angesprungen. Alles klar, schucken wir mal, was beim Shopping-Kanal ist. Aber ich glaube, da dürfte nichts Neues sein, sonst müsste da doch neu drüber stehen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es wieder Zeit für Shoppen mit Shiggy. Okay, anscheinend gibt es doch neue Angebote. Ein Sammelkartenpack, ja, ist die Frage. Wenn das nicht über 20 kostet, dann kaufe ich es. Also Pikachu möchte es auf jeden Fall haben, glaube ich. Oh, ja, ich streichel dich. Ja, das gefällt dir, ne? Ja, das gefällt dir. Okay, so. Also Godzilla findet das schon mal gut. Ah, 20 ist eigentlich okay. Na Pikachu, was sagst du? Ja oder nein? Pikachu, ja oder nein? Ja oder nein? Okay, komm, kaufen wir. Wir haben genug. Er hat das auch gerade selbst gekauft, oder wie? Oh, das ist cool. Baseline Judge, neues Spiel. Pikachu, was hast du vor? Nicht den Bild. Nein, hör auf. Ja, nicht den Fernseher schlagen. So, ich hoffe mal, das kostet nicht über 50. Hut, Hut! Na, 38, das ist okay. Kaufen wir, oder, Pikachu? Oder? Ich warte jetzt mal ein bisschen. Vielleicht drückt Pikachu ja selber drauf. Ich glaube, der kann das nämlich. Na gut, nein! Nein, ich habe nicht auf an ihn geklickt. Oh, ein Poster. Ein ganz schön fettes, wohin genau ist da drauf. Das ist cool. Den kennen wir aus der Quiz-Sendung, Pikachu. Wohin genau? 10. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen für ein Poster. Ist jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir das andere nicht genommen haben. Tschüss, Shiggy! Ich glaube, die Folge heute wird auch ein bisschen länger, weil wir halt immer mehr Kanäle dazu bekommen und ich möchte die am Tag immer einmal auf jeden Fall voll durchpowern. So, ist da irgendwas Neues? Ich meine, Pikachu muss ja irgendwie fit bleiben. So,
Haben wir hier denn sonst noch irgendwas? Karte von Emeraldtal. Okay, also es gibt auf... Oh, nein, Pikachu, du musst doch mitmachen. Pikachu! Egal, okay, dann... lassen wir das erstmal. Wir gehen mal raus. Regnet das? Vielleicht sollten wir den Fernseher erstmal ausmachen. Du möchtest weiter Fernsehen? Ja, sorry. Ach, Pikachu, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt auch mal raus. Mindestens eine halbe Stunde am Tag. Hallo? Okay, ganz schön schlecht erzogen. Nein, wir machen den aus. Wir gehen jetzt heute mal raus. Pikachu? Na gut. Immer diese kleinen Kinder. Du musst aber auch mal wieder an die frische Luft, Pikachu. Ich meine, du bist ein wildes Pokémon. Kann nicht sein, dass du den ganzen Tag nur Fernsehen guckst. Klar, für die Eltern, beziehungsweise für mich ist das chilliger, wenn du... Was willst du? Wenn du den ganzen Tag nur Fernsehen guckst? Ja, komm. Aber du musst auch mal raus und deine Freunde wieder treffen. Na gut, Pikachu. Na gut, Pikachu. Heute hast du nochmal gewonnen. Aber nur noch die Nachrichten. Ja, Mautis vor Ort Interview. Oh, im Vertania-Wald. Mein Hobby? Das fragst du. Trainieren natürlich. Ich trainiere von morgens bis abends. Das ist ein Machollo, ne? Ein Machollo. Das war super. Also Machollo ist gerade im Vertania, weil das ist ja sehr interessant. Aber wir haben noch gar keine Buskarte, sonst hätten wir da hingekönnt. Wassertänzerin Goldini. Goldini ist berühmt für einen eleganten Schwimmstil. Man nennt es liebevoll Wetter. Wassertänzerin. Genau, Wassertänzerin nennt man es. In der geheimen Höhle an der Kobaltküste werden Goldini gesichtet. Sie geben die etwas Stilvolles. Jeder, der ihren Tanz sieht, ist erfreut über diese Schönheit. Griffel fällt auf allen Bäumen. Er ist eingepennt. Das scheinen ja richtig tolle Nachrichten zu sein. Richtig. Richtig. Ah. Hä? Richtig spannend. Wir sollten ihn vielleicht mal aufwecken. Geht das? Anton ist eingeschlafen. Bei seiner eigenen Nachrichtensendung. Was ist das denn? Ziemlich unprofessionell. Na gut, dann nochmal kurz das Quiz machen. Denn da können wir Geld verdienen. Und Geld ist immer gut. Wohin genau das Quiz? Hallo, wohin genau? Ich habe ein Poster von dir gekauft. Glaube ich. Oh, ein Natu. Und kein Xatu. Und ein Godzilla. So langsam habe ich die Pokémon. Und ein Feuerriegel. Juhu. Feuerriegel ist cool. Mag ich. Ach, das findest du plötzlich langweilig, ja? Diese Quiz-Sendung mag er irgendwie nicht so sehr. Ist wieder ein Togepi, so wie es aussieht. Ist das genau dieselbe Quiz-Sendung wie gestern? Alles klar, machen wir das aus. Hast ja anscheinend keinen Bock mehr, Fernsehen zu gucken. Dann gehen wir jetzt mal raus, okay, Pikachu? Pikachu? Pikachu, wir müssen jetzt mal raus. Dankeschön. Nicht wieder zumachen, nicht wieder zumachen, wir gehen. Pikachu, wir gehen jetzt in den Garten. Auch wenn es dunkel ist. Nein, wir gehen jetzt in den Garten. Du machst sie nicht wieder zu. Pikachu, was ist denn los mit dir? Ich dachte, wir wären Freunde. Oh, jetzt ist er wieder sauer. Mann, Pikachu, was willst du denn beim Fernsehen? Ich weiß auch nicht. Aber das ist doch trotzdem Folge 1, oder nicht? Ja. Ich habe den Fernseher extra für dich angemacht, Pikachu.
Damit wir nochmal den ersten Anime gucken können. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal ein Bild malen. Und dann... dürfen wir auch endlich mal raus. Ich warte jetzt, bis das Bild kommt, das ich für mein Thumbnail aus der ersten Folge benutzt habe. Das ist eine gute Idee. Und in genau 24 Stunden wird Mauzis großer Traum endlich wahr werden. Diese Pichu-Brüder kennt doch jedes Kind. Ja. Aber das Lied ist immer noch geil. Warte, gleich kommt das Bild, gleich kommt das Bild, gleich kommt das Bild. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Und zwar jetzt. Habe ich das gut getroffen? Ja, ist okay. So, wie ändert man denn hier die Farbe? Oh Gott. Hier, guck, Kinder, so sieht ein Nintendo GameCube-Controller aus, falls ihr es nicht wusstet. Okay, die Farbe ändert man mit X. Alles klar. Gut, Pichus sind auf jeden Fall gelb. Würde ich einfach mal behaupten. Ah! Hallo? Das funktioniert ja toll. So, wie sind denn die Außenseiten? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, wir machen hier erstmal alles. Alles schön gelb. So, irgendwie funktioniert das nicht so ganz gut, kann das sein? Dann malen wir das halt so aus. Sehr hübsch. So. Dann das noch. Okay, dann, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen... braun. Ist das... Das ist eher orange, gell? Dann nehmen wir schwarz. Ich glaube, die Seite hier ist... Oh Gott, ist das hässlich. Oh nein, das ganze Bild wird hässlich. Oh nein. Ach Leute, das kann man gar nicht richtig ausmalen. Das ist ja voll doof. Okay, egal. Aber wir machen hier trotzdem ein Kunstwerk draus. So. Irgendwie malt er auch nicht richtig. Kann das sein? So. Hübsch, 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 hübsch. Das passt soweit. So, jetzt brauchen wir nur noch den Hintergrund. Beziehungsweise male ich noch das Ding hier kurz schwarz. Ist ja fast gar keine Verzögerung, wie das ankommt. Wow, okay, so, das ist schon mal sehr hübsch. Dann nehmen wir wieder das andere Ding hier und mal den Hintergrund lila. So. Weil dann stechen die Pikachu, die Pichus ein bisschen hervor. Und das ist dann alles ganz schön, glaube ich. So, das ist doch... Na okay, da musst du vielleicht noch eine andere Farbe rein. Wie wär's dann mit blau? So, kommt da so die Fenster so ein bisschen blau. So, fertig. Hübsch. Also ich find's hübsch. Was würdet ihr mir dafür für eine Note geben? Also 0 bis 10, 10 das Beste? Also ich würde mir da auf jeden Fall 9 von 10 Punkten geben, ja doch. Ein Titel? Das sind die... das ist gar nicht mehr so einfach. Piklo... Win. Cho. Choose. Die Piccolo Winchus. Weil dann steckt da so fast Clown drin, weil die eher clownmäßig aussehen. Dann steckt da aber auch noch Pichus drin. Passt. So. Pichu. Was? Piccolo Winchus. Ja, das ist gut. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird das jetzt hier aufgehangen, genau. Okay, sehr perfekt, sehr perfekt, sehr perfekt. So, das gucken wir nicht weiter. Wir hören uns nochmal an, was Professor Eich zu sagen hat. Was? Du möchtest Pokémon Mini spielen? Alles klar, alles, was du willst, Pikachu. Ich bin hier dein Sklave. Ist schon okay. Ah, wir haben das zweite Spiel nicht gekauft. Das war das, was fehlte. Ach man, Pikachu, das Spiel ist aber so doof. Ich mag das Spiel nicht. Das ist echt ein blödes Spiel. Nee, ich wollte nah rangehen.
Na komm, stellen wir einen neuen Rekord auf Pikachu. Pikachu. Kommt ja eh kein Pichu. Naja, doch. Okay, wir sind wieder buff. Zweiter Platz, perfekt. So, ich hoffe, du bist zufrieden, Pikachu. Wir haben jetzt hier ein bisschen gespielt. Können wir jetzt endlich mal bitte rausgehen? So. Bist du zufrieden, Pikachu? Ja? Okay. So, wir geben... Ah ne, der Fernseher ist schon aus, alles klar. Können wir jetzt bitte einmal rausgehen? Bitte, 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 du willst kein Fernseher mehr gucken. Oh nein, da läuft doch gar nichts. Pikachu. Ich will doch einfach nur raus. Ich bin hier gefangen mit Pikachu. Pikachu ist in Wirklichkeit böse. Ich hab's gewusst, Pikachu ist gar nicht so lieb, wie es aussieht. Schön, dass du mit der... Guckst du jetzt das Pik... Ah! Das kann doch nicht sein. Professor Eich, helfen Sie mir. Das Pikachu ist durchgedreht. Das farbige System scheint wunderbar zu funktionieren. Ausgezeichnet ist ausgezeichnet. Mit dieser Fülle an Daten wird es uns bestimmt leicht, für neue Programme und Sendungen zu entwickeln. Die neuen Programme werden morgen ab 5 Uhr ausgestrahlt. Ich hoffe, du freust dich darauf. Die heutigen Reporte sind allein gegangen. Nun freu dich auf einige noch. Das hätte ich echt noch in der letzten Aufnahme machen müssen, das mit dem Farkigel. Ich hatte schon befürchtet, dass Pikachu Unsinn anstellt, aber das war offensichtlich völlig un... Doch! Es will nicht mit mir in den Garten! Mann! Es ist ein wildes Pikachu und da befürchte ich, dass es etwas kaputt machen würde, aber... Hm. Oh nein, sag bloß, der macht jetzt den Bildschirm... Okay, stimmt, so ein... Das sieht nicht gut aus. Gleich kommt der Elektroschock. Warum wusste ich das? Ach, Pikachu. Hey, Dizzy! Ich denke, du kannst mich aber im Moment wenigstens hören, oder? Hm, ich werde dir fürs Erste einen Ersatzfernseher schicken. Gut gemacht, Pikachu. Wir kriegen einen neuen Fernseher. Und er kommt auch schon sofort an. Ist das ein Flatscreen, du? Der ist auch ganz hübsch, glaube ich. Oh. Lass ihn den erstmal fallen. Cool. Haben die Pikachu einfach ersetzt durch dieses Wasser-Pokémon. Alter, der sieht viel moderner aus. Okay, es ist ein Retro-TV, der aber trotzdem irgendwie moderner aussieht. Oh nein, alles schwarz-weiß. Dieser Fernseher ist zwar schon ein bisschen alt, aber er muss für den Moment reichen. Lächle und sei tapfer. Wir werden deinen Fernseher rechtzeitig repariert haben, sodass du keines der neuen Programme verpassen wirst. Pokémon schauen fern und spielen an den Tasten herum. Ich muss die Geräte doch etwas robuster bauen. Ah, ein weiterer nützlicher Report. Wir werden bald darauf zurückgreifen. Freue dich auf deinen reparierten Fernseher und die neuen Programme. Okay, ich speichere deinen Report. Dankeschön. Danke, danke, danke. Jo, 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 jo. Dann waren wir gespeichert. Weiterspielen. Jo. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann die Zeit jetzt kurz vorstellen werde. Auch wenn das Cheaten ist. Aber psst. weil sonst haben wir heute echt gar nichts gemacht. Aber das wird dann auch erklären, warum Pikachu nicht raus wollte. Weil es unbedingt wollte, dass wir noch dieses Farbigel benutzen. Okay, ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. Und damit willkommen beim nächsten Tag. Oh, unser Fernseher wurde repariert. Ja, geil. Hat ja gar nicht lange gedauert. Also wirklich nicht. Im Prinzip ein paar Sekunden. Na, siehst du mal. Müssen wir nicht mal mit dem Retro-Fernseher hier arbeiten. Wo wir alles mit dem Farbigel selbst ausmalen mussten. Ah, ich sehe schon. Du hast deinen reparierten Fernseher bekommen. Viele verschiedene Programme können nun auf Sendung gehen. Und das dank deiner Reporte, Dizzy. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Dies ist eine kleine Anerkennung, aber sei nicht zu verschwenderisch damit. Was kriegen wir? Oh, 50 Poké-Dollar, geil. Also Professor Eich muss echt reich sein. Oh, ja, ja, beim Shoppen mit Shiggy kann man seit heute auch Fernseher kaufen.
warum nimmst du nicht die Poké-Dollar, die ich dir eben gegeben habe, und kaufst dir einen schönen Fernseher? Um die Fernseher auszutauschen, bla 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 bla. Also gut, schau dir die neuen Programme an und sende uns deine Reporter, ich zähle auf dich. Alles klar. Aber, Pikachu... Ach ja, wir haben ja Sachen gekauft. Bevor wir jetzt weiter Fernsehen gucken... Das Bild da im Hintergrund. Richtig hübsch geworden. Muss man ja mal sagen. Holen wir erstmal unsere Post rein. Ja. Tschüss, Portugal. So, da müsste jetzt diese Sammelkarten drin sein. Und was haben wir noch gekauft? Das Poster, gell? Das Poster von wohin genau? Dankeschön. Oh, eine bewegliche Raupi-Karte. Krasser Shit. Celebi, weiß ich nicht, was es ist. Ein Azumarill, das kenne ich. Ein Ditto kennt man natürlich auch. Und ein Patimos kennt man auch. Bin ich mal gespannt, wo er das auf... Okay, alles klar. Ah ja, bist du glücklich, Pikachu? Das ist schön. Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Und wir gucken jetzt kein Fernsehen. Beobachtet meine Finger. Ach, wie süß. Ja, komm, dafür wirst du gestreichelt. Ja! Und mach Sitz. Na, okay. Da ist unser Wohin genau. Poster. Findest du das toll, Pikachu? Haben wir gekauft. Habe ich extra für dich gekauft. Nein, findest du nicht gut? Magst du das nicht? Alles klar. Bevor du hier noch blöd wärst, gehen wir jetzt mal in den Garten. Pikachu, wir gehen in den Garten. Okay, er freut sich endlich mal in den Garten zu dürfen. Danke. Ah, Ziel dieser Folge erreicht. Mann, Mann, Mann. Okay, das ist also der Garten. Oh. Alles klar, Pikachu. Das ist der Garten. Ich hoffe, du weißt noch, wie die Außenwelt aussieht. Guck mal, Unkraut. Zupfe es. Du bist jetzt mein Leiharbeiter. Und Pikachu ist nicht stark genug dafür. Doch. Oh, nice. Der hat das Training mit Corsilla anscheinend doch was gebracht. Nice. So. Was willst du? Komm, hier. Da ist Unkraut. Unkraut, 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 Unkraut. Nimm das Unkraut. Okay, danke. Alter, hier gibt's Früchte. Hier gibt's ja echt alles. Guck mal, Pikachu. Eine Holzkiste. Ob da wo was Cooles drin ist? Willst du vielleicht mal nachgucken? Ja, du darfst da reingucken, Pikachu, wenn das deine Frage ist. Natürlich, natürlich. Da bin ich ja mal gespannt. Scheint irgendwas drin gewesen zu sein. Alter, eine Banane! Willst du die essen? Oh, seine Augen waren eben super süß. Waren die lecker? Hast du eine Blume entdeckt? Na, wenn das mal nix ist. Aber du pinkelst da jetzt nicht drauf, oder? Nein, er pflückt sie. Okay. Was machst du jetzt damit? Ach, wie süß. Für mich? Oh, danke. Danke, 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 danke. So, komm. Red mal mit den anderen Pokémon ein bisschen. Mit Magnetilo zum Beispiel. Verstehst du ihn nicht? Oh, Pokémon-Quiz! Was passiert, wenn Magnetilo sich an Stromleitungen klammert und Elektrizität aufnimmt? Ein Stromausfall, würde ich mal sagen? Ha! Ich habe eine Magnetilo-Sammelkarte gewonnen. Geil. Ich weiß alles über Magnetilo. Also mit diesen Anfangsfragen sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen. Oh. Alter, der bewegt sich ja sogar. Guckt euch das an. Sogar mit Sound. Wow. Oh, finde ich voll nice. Magnetilo, Magnetilo, Magni, 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 Magni,
Ja, nee, ist cool. Und dann nochmal, sag Hallo. Komm, sag Hallo zu Diktri. Hallo, Diktri. Ist das eigentlich inzwischen geklärt, was unter Diktri ist? Also was sein unteres Ich ist? Nee, ne? Diktri bewegt seine drei Köpfe, damit die Erde aufgelockert wird, natürlich. Das ist quasi wie so ein Regenwurm. Ja, jetzt haben wir auch noch die Diktri-Sammelkarte. Diktri! Eigentlich komisch, dass die Weiterentwicklung von einem Dick da ein Diktri ist. Eigentlich ist das ja dann nur eine Familie, oder nicht? Finde ich aber witzig. Die Sammelkarten sind toll. Sag, guck mal hier, da ist noch... Da sind Trauben drin. Willst du die haben? Oh, Alter, wir haben hier ja richtig viel. Da kann man sogar noch... Magst du keine Trauben? Doch? Pikachu weiß auch nicht, was es will. Oh, seine Augen sind immer so sausüß, wenn er was isst. Ach. Okay, die Trauben haben dir geschmeckt, ja? Alles klar, was haben wir hier hinten? Können wir hier selber Saat aussehen? Tatsache. Was ist das für eine Saat? Alter, Pikachu kann das wohl? Ein Blumensamen. Musst du auch wässern, Pikachu. Achso, wir haben gleich mehrere Blumensamen. Cool. Voll das Naturtalent. Genau, und jetzt noch wässern. Eine Weilmeerkanne. Wie cool ist das denn? Sowas gibt's doch bestimmt auch in echt, oder? Würde mich nicht wundern, wenn nicht. Vorhin ist das gut mit den Zähnen da vorne. Dass dann das Wasser so sich so aufspreizt. Pikachu hat Samen gepflanzt. Was da wohl wachsen wird? Es wächst schneller, wenn es jeden Morgen gewässert wird. Okay, alles klar. Also morgen wieder raten hier. Okay, gut. Pikachu, was ist das hier vorne? Was ist das? Weißt du selber nicht? Alles klar. Ein Eimer. Oh. Ach, guck mal. Jetzt fragt er mich nicht mal mehr, ob er da reingucken darf oder nicht. Auch nichts drin. Oh, sorry, dass ich dich gucken gelassen habe, Thun. Na gut, also das war der Garten. Sehr interessant. Gehen wir mal wieder rein, oder Pikachu? Willst du denn jetzt wieder? Jetzt will er bestimmt nicht mehr rein. Okay, doch. Alles klar. Gut, wir haben jetzt nicht so viel geschafft in der Folge. Die ganzen Sendungen, die schauen wir uns dann bei der nächsten Folge an. Bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Pikachu ist voll aufgedreht, oh mein Gott. Dann... Ich hoffe, die Folge war nicht allzu langweilig, weil wir nicht so viel geschafft haben. Eigentlich haben wir uns nur den Garten angeguckt. Und er will jetzt bestimmt Fernsehen gucken. Ja. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal und... Tschüss!